Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Prison Architect. Mein Name ist Gabur und wir haben es endlich geschafft, zwei Aufgaben zu beenden. Also einmal die 15 bestandene Grundausbildungsprogramme und einmal das mit den Betten. Jetzt werde ich gerade, dass sie hier den ganzen Export wirklich da mal hinschaffeln, dass wir jetzt hier auch mal ein bisschen Kohle wieder reinbekommen. Das wird nämlich Zeit. So, da hauen sie die ganzen Betten und Nummernschilder und Betten und Betten und Nummernschilder und zack, da ist der erste LKW schon wieder voll. Sehr nice und Rams 2800 verdient. Sehr schön. So, dann können wir nämlich beigehen und können Einrichtung machen. Nee, Einrichtung und hier erstmal die ganzen Gefängnistüren einbauen. Da habe ich gerade einen Fehler gesehen. Und da. Nein, da. Dann muss ich auf Raum gehen. Ich habe nämlich hier gerade was gesehen. So. Das hätten wir dann auch. Dann haben wir nämlich die nächsten Zellen fertig hier. Das wird nämlich auch Zeit. Oh, wo hat er die Tür denn hingebaut? Disable. Hab ich da so daneben gedrückt? So. Hallo, beweg dich. Ah ja, das ist der zu doof oder was? Achso, da musste erst der Bauer die Tür aufmachen. Dann bauen die auch die Tür ab. So. Ja, da haben wir die Zellen auch fertig. Da kriegen wir wieder ein paar Gefangene rein. Mal gucken, ob wir das Gefängnis wieder öffnen können. 19 Gefangene. Oh, das ist zu viel, Leute. Das kann ich nicht reinnehmen. 19 Gefangene ist ein bisschen übertrieben. 8 hätte ich auf jeden Fall genommen. So, den Export hier haben wir auf jeden Fall erledigt. Vielleicht ist das mit den 10 Workbenches gar nicht schlecht, weil wir haben 1, 2, 3 und 3 macht 6, 7 Kreissägen. Vielleicht schaffen wir wirklich immer, die Dinger hier zum Laufen zu haben. Wenn wir denn genug Holz hätten, ja. Vielleicht sollte ich hier die Baumschule nochmal etwas vergrößern. Baumschule, wo bist du denn, du Baumschule? Da. Ja. Das war hier nochmal die Baumschule etwas vergrößern. Etwas ist gut. So, und dann können wir uns hier nämlich mal die nächste Aufgabe nehmen. Wo war das? So. Städtliche Sicherheit. Was müssen wir denn hier machen? Weisen Sie zwei Hundeführer-Patrouille zu, weisen Sie zwei bewaffnete Wachen-Patrouille hinzu. Große Regierung hat gewisse Richtlinien bezüglich der Sicherheit und der Haftanstalt, die eine gewisse Größe der Umschreitung. Ansonsten können sie ziemlich hohe Ordnungsgelder verhängen werden. Stellen Sie sicher, dass sie nie dazu kommen wird. Also wir brauchen, ja, dann machen wir das doch einfach mal. Wir haben das Programm sogar schon gestartet, ich Blödmann. Was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal Forschung machen. Wir brauchen... Ach, den haben wir sogar schon erforscht. Aber wir brauchen den Wachhund. Zack. Ja. Wachhund und Rüstungskammer. So, diese Rüstungskammer. Ist da was? Wieso wird hier eigentlich nicht geputzt? Habe ich da irgendwie gemacht? Ja, war mir schon klar. Gemeinschaftsraum. Weil was sollen sie hier denn klauen, bitteschön? Rohre oder was? Wollen sie sich dann ein Rohr reinschieben? Keine Ahnung. Also ist das schon der absolute Burner. So, ich könnte jetzt beigehen. Und wir müssen jetzt erstmal die Waffenkammer bauen. Waffenkammer muss ja wirklich nicht groß sein, oder? Raum. Rüstungskammer. Siehst du, gibt es nämlich gar kein Maß für. Das ist doch auch schon mal sehr nice. Ob das reicht? Aber das ist einer, ne? Ich glaube, so müssten wir es bauen. Aber dann hätten wir da wieder so eine Doppelmauer.
Wisst ihr was? Ich versuche das mal anders zu machen. Mal gucken, ob das so auch funktioniert. So, ich möchte gerne hier eine Mauer haben. Hier eine Mauer und da eine Mauer. So. Baut das mal gerade. Danke. Oh, wir haben die Zeit langsam. Entschuldigung! So. Hier sind sie alle schön am Pofen. Profi-di-Profi-di-Puff. Puff-Puff. So, da werden Bäume gepflanzt, bis der Arzt kommt. Dankeschön. Dann hätte ich hier gerne eine Gefängnistür drinne. Nee, eine Personaltür. Ah. So. Was läuft denn da? Bäume. Ah, Bäume. Bäume. Und dann hätte ich gerne... Dankeschön. Dann hauen wir da nämlich einen eigenen Holzfußboden rein. Geht nicht. Ah, das ist doch scheiße. Dass das nicht funktioniert, Leute. Ja, jetzt musst du wieder... das so machen, sonst funktioniert's nicht. Ja? Ist doch totaler Kauderwelsch, ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Das leckt wie Hulle heute, das Spiel. Ich lecke, Mama. Ja, jetzt mach doch den Raum hier fertig. So, Dankeschön. So, Materialien. Zaun nicht, Ziegeln. Und dann ziehen wir hier eine Mauer rein. Dankeschön. So. Oh, hier allgemeiner Stau. Wir gehen alle einen Weg. Wir sind so blöd. Wir sind so blöd. Wir sind so blöd. Wir sind so blöd. Oh, Besucher. Oh, alles Besucher, Besucher, Besucher. Hier, schön Türen aufmachen. Zack, 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 zack. Setzt euch dahin. Darum kommen die Gefangenen. Dann könnt ihr alle quasseln, bis der Arzt kommt. So, hast du jetzt da die Mauer reingezogen? Haben sie. Sehr schön. Dann brauchen wir ein bisschen Strom mit Mann und Söhne. So. Hätten wir dann auch. Dann können wir Raum. Rüstungskammer. So. Dann möchte ich aber erstmal stationieren und nur für Personal. Zack. Hätten wir nämlich dann auch. Dann Einrichtung. Zack, groß machen. Wir brauchen einmal einen Spind. Eins, zwei, drei. Und wir brauchen drei Waffenschränke. Eins, zwei, drei. Und dazu brauchen wir noch einen Tisch. Mama, ich habe keinen Platz hier für den Tisch. Ja, stellen wir da ein. Fertig. So. Das wird wohl vollkommen ausreichen. Zack, 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 zack. So, da kommt jetzt noch der Tisch. Und der Tisch fehlt noch. Sehr schön. So, und dann brauchen wir... Personal. Drei Stück. Eins, zwei, drei. Wieso haben wir auf einmal erst kein Geld gehabt und jetzt auf einmal haben wir wieder Geld? Naja, egal. Stationieren. Nein, patrouillieren. Wir müssen aber Bewaffnete patrouillieren. Und zwar hätte ich gerne diesen Weg. So, Nummer 1. Nummer 2 wird... diesen Weg patrouillieren. Und Nummer 3... schicken wir mal dahin.
So. Hätten wir. Alle drei auf dem Weg. So, jetzt brauchen wir die Köters. Dökös! Wir müssen noch die Dökös machen. So. Guckt euch das da an. Da sind sie alle fleißig zugange. Besser geht's doch gar nicht. Wir haben zwar nicht genug Holz, aber das wird noch kommen mit der Zeit. So, Dökös. Wo bauen wir die Dökös hin? Die Hunde bauen wir dahin, weil der Raum, den habe ich immer zu klein gemacht. Der muss auf jeden Fall diesmal etwas größer. Ja, machen wir 13 mal 13. Hat einfach was damit zu tun. Weil die ganzen Leute sonst immer übelste Probleme hatten mit den Hunden, dass sie sich dann nachher dann nicht mehr richtig laufen, geschweige irgendwas anderes. Und wir werden ja nicht bei 3 Hunde bleiben. Das wird sich ja noch eine ganze Ecke mehr werden. Upsala. Falscher Knopf. So, ein Stück Käffchen. Türe auf. So, guckt euch das an. Jetzt werden hier auch fleißig Betten gebaut. Also eigentlich hier sind überall Holzstapel drauf. Also sie können überall bauen. Wir kriegen mit 7 Sägen wirklich 10 Bettstationen zum Laufen. Also das ist schon gar nicht schlecht, ja. Nur mir fällt ein, wir haben noch nie mehr Arbeiter eingestellt. Und ich werde jetzt einfach mal 3 neue Arbeiter wirklich dazu kaufen. Ich glaube, dass wir sonst wirklich ein bisschen wenig haben. Genau wie Wachen werden wir auch nochmal 2 dazu kaufen. Und komm, Arbeiter gibt es nochmal 2. Dann haben wir 15 Arbeiter ab jetzt. Ich glaube, dass das ganz okay sein sollte. Ja, wir haben Verdienst am Tag von 11.000. Also können wir wohl auch noch ein bisschen was ausgeben. Was wir hier an Holz noch liegen haben, die haben das wirklich nicht geschafft wegzuarbeiten. So, da haben wir die Dökö-Anlage. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, ob die Station da jetzt wirklich privat ist, ja. Nur für Personal machen wir hier natürlich auch. Dann brauchen, oh, Entschuldigung, das war falsch. Dann brauchen wir ein bisschen Strom. Ziehen wir Strom von hier unten. Ja, würde ich sagen, ne? Von da können wir ruhig von hier aus Strom ziehen. So, dann können wir hier unten einfach mal 3 neue Kondensatoren anschließen und schon hätten wir da auch wieder ein bisschen Strom. So, Dökös, Einrichtung, Hundebox. Bei der Hundebox kann ich nie richtig erkennen, worum die gehört. Echt nicht. Ich lasse einfach da oben mal ein Feld frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Raum. Nein, ich mach Autoschiff. Raum. Zwinger. Ey, das bitte auch. Danke. So, was brauchen wir denn da? Dog Cage. Haben wir doch eingebaut. So, sehr schön. Dann Personal. Hundeführer. Wo haben wir sie denn? Hundeführer, da. Nehmen wir 2, 4, 5, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten ist noch eine Hundebox frei, du Dussel. Achso, ja, weil sie nichts zu tun haben. So, dann gehen wir bei Stationieren. Hundepatrouille. Hundepatrouille! Das sind Hundepatrouillen, haben wir hier vorhin gezogen. Ich blöd, Mann. Ich entferne das jetzt nochmal. So. Jetzt Hundepatrouillen. Fangen wir damit nämlich jetzt einfach mal an. Einmal da. Einmal bis hier.
einen Hund stationieren. So. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt ganz genau hin. Sehr schön. Alle Hunde sind zugange. Jetzt wollen wir die bewaffnete Patrouille machen. Die bewaffneten Patrouillen laufen einmal hier. 1, 2 und einmal hier unten, würde ich sagen. 3. So, hätten wir dann nämlich auch. Sehr schön. Alle Patrouillen zu Gange, alle Hunde sind am Laufen. Ja, was wollen wir mehr? Perfekt, würde ich sagen, ja. So. Dann haben wir den Zwergenaufstand nämlich hier schon mal beseitigt. Ich möchte gerne den Elektroschocker entwickeln und einmal den Körperpanzer entwickeln. So. Dann hätten wir das nämlich auch. 5 Bestände Allgemeinbildungsprogramme fehlen uns noch. Ja, ich würde sagen, nächstes Mal geht es hier weiter bei Prison Art Attack. Und dann werden wir uns darum kümmern, noch mehr Aufgaben zu erfüllen. Mal gucken, wie viele Aufgaben es wirklich immer wieder nachkommen. Wird mich schon sehr, sehr interessieren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Bis nächstes Mal, euer Glabur. Schaut mal bei Twitter und Facebook vorbei. Da wird mehr diskutiert wie bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Lowie.